ob sie überlebt. Oh nein, er wird sterben. Das haben wir nur getan. Wir haben ihn völlig unvorbereitet in so eine Situation reingeschickt. Michi! Stirb nicht! Und YouTube. Oh, Fehler. Mann, es wird schon wieder dunkel. Hier so viele Bäume. Warum sind im Wald so viele Bäume, hä? Mario, warum? Keine Ahnung. Weil... Ich hätte ein Bett mitnehmen sollen, ey. Da kriegst du viele Steine dabei draufgehen. Das draufgehen, was? Ne, es sind nur viele Steine bei diesem Bauvorhaben draufgegangen. Das hätte ich niemals gedacht. Fast 5 Stacks für 2 Treppen. Stefan hätte echt nicht hier leben sollen, ne? Wenn ich mich die Frage, ob er nochmal rufen könnte. Naja, das gestaltet sich ja jetzt schwieriger, wenn er noch an den TS unterwegs ist, oder? Mich ist hier, glaube ich, oder? Weiß nicht, ob mich uns hört. Der ist gerade oben in Besprechung. Achso. Weißt du, worauf ich schon ehrlich gesagt gar keinen Bock habe? Auf. Wenn ich irgendwann mein Lagersystem anfange, ja, dann muss ich all den kleinen Scheiß, den ich jetzt schon besitze, sortieren. Deswegen wäre es eigentlich besser, sowas direkt am Anfang zu haben, dann muss man das nicht mehr sortieren. Beziehungsweise dann ist das Sortieren einfacher. Also, weißt du, worauf ich keinen Bock habe, jetzt die ganzen Bäume, die jetzt hier im Weg stehen, wegzufällen. Ich mein Pferd da durchreiten kann. Später werde ich vielleicht noch so einen Kiesweg da errichten. Vielleicht fange ich jetzt einen kleinen Schutt noch damit an, aber. Ist die Frage, Kiesweg oder eher dieses, die Erde, wo nichts drauf wächst? Der Kiesweg. Nein. Die Erde sieht kacke aus. Aus so sumpfartig. Als wirst du deinen Rasen halt nicht gut gemacht haben. Ich brauche Kies. Ich brauche es. Nein, ich brauche. Wir brauchen es. Nein, ich brauche es viel eher als du. Du brauchst es für deinen Hexagon-Tunnel. Nein, ich brauche keinen Hexagon-Tunnel. Doch, den brauchst du. Ich brauche so einen coolen Laser-Tunnel. Weil Laser wie abgeht und so weiter. Was? Was? Oh. Weiche! Weiche! Ja, ich hab einen Bogen. Mann, wie viele Bäume. Es sind teilweise recht diese riesen fetten Bäume, wo ich denke so, warum gibst du viele Bäume? Im Zweifelsfall hol dir das Holz vom Stamm und zünd dir die obere Baumkrone, wo du nicht reinkommst, einfach an. Ich glaube, das habe ich mal. Ich dachte, das Feuer hätten die ausgeschaltet hier. Ah, das erklärt einiges. Ich habe nämlich mal vor Ewigkeiten eine Baumkrone angezündet, die der Clemens so richtig behindert abgebaut hat. Und ja, die steht ja immer noch da. Mann, das sind noch viele, viele Bäume. Ich kann auch schon mal die Brücke bauen. Ich mache erstmal alles ein, auch den Kies, weil ich mache jetzt keinen Kiesweg, mache ich später. Kiesweg mache ich immer, wenn ich den ganzen Weg fertig habe und schon mal ein bisschen gehandelt habe.
Deswegen baue ich ja diesen Weg, damit ich mit dem Pferd schön durchlaufen kann und nicht die ganze Zeit hin und her raufen muss. Damit er reiten kann. Weiß dieser Lightning Mod, der nicht funktioniert irgendwie nicht ganz so toll. Also ist ein bisschen kaputt. Aber ich weiß, ich habe eine Fackel, platziere ich irgendwo, ne? Ja. Baue die Fackel wieder ab und trotzdem das umliegende Feld leuchtet trotzdem noch. Ja, das ist normal. Quasi eine, gedroppte Fackel, ne? Ich habe eine Fackel irgendwo hin platziert. Ja. Baue die Fackel wieder ab, nehme die wieder auf und trotzdem leuchtet es noch. Achso, die du aufgenommen hast. Ja. Leuchtet in der Umgebung weiter, okay. Leg eine Fackel, baue sie ab, nehme sie wieder auf und dann leuchtet das Feld wieder. Ja, das ist nicht normal. Ach nee. User was user joined your channel. Rimba wieder. So. Hallo. Michi, wir brauchen Move-Rechte. Ja. Warum? Damit wir zum Beispiel Stefan moven können. Das Ding ist halt, dass wir in dem falschen Channel-Bereich hocken. Wir müssen eigentlich in Games sein, ne? Genau, in Games müssen wir rein. Da kann dann jeder von uns Mitglied. Ja, aber trotzdem. Und warum kann ich nicht ins Büro, hä? Doch, eigentlich. Ich dachte, der Server Kunde. Eigentlich. Der ist bei mir gehostet. Der ist Teamspeak-Server? Ja. Okay. Theoretisch bin ich doch eins der Gründungsmitglieder von Icehawks. Gut, frag doch mal Kai. Ich war sogar noch vor Kai da. Eigentlich. Ich hatte nur keinen Bock, eine leitende Stelle zu übernehmen. Jetzt werde ich angeschossen. Ich muss noch mal hoch. User left your channel. Tschüss, Michi. Ja, du hast nicht mehr. Wow, was macht der Zombie hier? Du hast schon abgehoben, der Michi hört uns einfach nicht mehr. Ja, schon wieder so ein Drecksvieh. Dreckiger Dan. Wo ist denn Michi? Ach ne, der hört mich ja nicht. Auch schon aufgefallen. Was ist der Tag? Seid ihr eigentlich dafür oder dagegen, dass der Julius seine Map mit hier einfügt? Dagegen. Also beim Einfügen dagegen. Er kann hier hinkommen, aber einfügen, ja, dagegen. Kann mitspielen, aber keine Map. Stellen Sie mal vor, wir hatten gerade auch die Idee, dass wir vielleicht nicht einen Teil der Map einfügen, sondern die einzelnen Gebäude, die gebaut haben, und zwar hier dann in die Nähe. Aber wenn jetzt alle von denen noch mitkommen, ich weiß, ich vertraue denen nicht. Das sind gute Aachener. Gute Leute. Ja, aber. Du musst bedenken, es sind Leute, die mit Mastermann Kontakt haben.
Ja, und zweitens müssen wir denken, wir sind Händelfer. Auch du, Stefan, du bist auch noch ein Händelfer. Kehre Hennef nicht den Rücken zu! Halt die Klappe, Marie, halt Nein, die Klappe. Ich bin doch kein Hennef. Ja, warum darf Mario eigentlich mit uns spielen? Weil er geht in Hennef in die Berufsschule, also ging. Gehe. Ich gehe bitte. Ist er jetzt? Nein, ich gehe noch zur Berufsschule, offiziell, bis das Zeugnis was anderes sagt. Zeug, es hat nichts zu melden. Ey. Da ist die Lichter wieder weg. Julius möchte doch locker nur hier mitmachen, aus dem Grund, dass er dann keine Kosten mehr für seinen Server hat. Wahrscheinlich. Ja, außerdem haben wir ein Slot-Problem. Ja? Ja. Wir sind ja jetzt schon ca. 10 Leute und ich glaube, es können auch nur 10 rauf. Ja, sind ja auch nicht immer alle gleichzeitig da. Aber wenn? Also bis jetzt ist das höchste 7 gewesen, oder? Einmal das schon auf Maximum hatten. Und ja. Ja, wäre halt blöd, wenn wir irgendwelche Gruppenprojekte machen wollen, wie zum Beispiel den Enderdrachen killen. Ja. Und dann kommen wir in End rein und sehen schon, ja, der ist schon tot. Weil auch, wie gesagt, dann wollte ich eher weniger, dass die dann, dass die Fassungs zu Leute dazukommen. Ich, dann weniger so, ich muss das nicht unbedingt aufnehmen, ne? Weil End hatten wir ja schon mal gehabt. Aber trotzdem, ich will ja trotzdem verändert auch natürlich. Ja klar, selber. Im Kampf mitmachen ist ja egal, aber ich müsste das jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Ich brauche wirklich mal langsam ein vernünftiges Lager. Mein Lager schon gesehen, Stefan? Nein. Hast du es genauso gebaut wie in der letzten Welt? Nein. Bisschen anders, aber ansonsten fast gleich. Okay. Wie will man den großen Lagersystem sonst anders bauen? User joined your channel. Hallo. Hi Michi. Hi. Hast du alles gut überstanden? Meinst du, man kann Mastermann gut überstehen? Was? Nein, gegen dich, war schlimm. Nein. Kann doch sein. Ich glaube, das ist Clemens Stimme. Ja, wahrscheinlich. Michi, wie viele Slots haben wir hier drauf jetzt eigentlich? Wir haben 10. Und wie viele Spiele haben wir? 10. Okay. Was ist 2 mal 5? 4. Das ist richtig. Also, es ist gerade angemerkt, dass wir vielleicht ein Problem hätten, wenn wir die anderen mit drauf tun. Aber weil ich wir jetzt dort Probleme haben. Da einige nicht aktiv sein werden, von uns zumindest, wie jetzt Alex und Clemens. Das ist ein Hamburger. Ja. Ja, streng genommen kommen sie aus Niedersachsen. Oh, Sachsen. Ich höre nur Sachsen. Ja, ich höre aber nur Sachsen. Mario? Hm? Meinst du, es wird möglich sein, noch vor 12 Uhr im Zug zurückfahren zu fahren? Kein Kommentar an dieser Stelle. Was? Was? Bei pünktlichen Abfahrten wenden Sie sich bitte an die Deutsche Bahn. Wann ist die pünktlich? Deswegen. Was sind das für Blöcke? Welche? Die du verbaut hast. Andesit. Warte. Polierter Andesit. Das sieht hier drüben aber anders aus als dort. Moment. 1, 2. Da hinten sieht's anders aus als hier. Kleiner Moment. Wie, wo, was? Ja. Hier hast du das noch nicht. Ja. Vielleicht, weil ich hier noch nicht angefangen habe damit.
Ach nee. Weißt du was, Stefan? Was? Ich hab's geschafft. Was hast du geschafft? Die Holzspitzhacke existiert nicht mehr. Du hast aber lange gebraucht. Soll ich dir eine neue machen? Nein. Ich mach dir eine neue. Hey, vielleicht diesmal auf Stein. Bisschen Upgrade, ja, auf Stein ist doch okay. Stimmt, die hält ja noch doppelt so lange. Ja, Stein und Haltbarkeit 2 oder so. Gut mitgedacht, Christian, gut mitgedacht. Ja, danke. Na, zu, was man kann. Ich glaube, Mastermog ist jetzt beleidigt. So. Mir doch egal. Ja. Ja, aber weil du seine Freunde nicht mitspielen lässt? Naja, auf einmal will er wieder, dass alle zusammenspielen und nicht nur er zu uns kommt, wie er eben gefragt hatte eigentlich. Ja. Ja, und Stefan hatte die Idee, dass nicht die Landschaften, also unsere Landschaft und deren Landschaft quasi irgendwo auf der Welt zusammengeführt werden, die Gebäude? Sondern nur ihre Gebäude zu uns, damit die auch in unserer Nähe platziert werden können. Aber das sagt er, das würde wohl nicht gehen wegen den Landschaften. Keine Ahnung, weil die so komisch da gebaut haben. Ja, also ja, hätten sie anders gebaut, dann wäre das kein Problem gewesen. Also es ist nicht unsere Schuld. Ach ja. War richtig bauen YouTube. Können. Hallo YouTube. Mastermog, hättet ihr nicht mal richtig bauen können? Mastermog, wenn du das hier hörst, ja, dann schreib einen Kommentar. Macht er eh nicht. Er sieht das eh nicht. So langsam nimmt die untere Plattform Gestalt an. Wie stellt man eigentlich grobe Erde her? Mit Gravel. Und dann? Weg. Also irgendwie die zusammenlegen? Genau. Ich gehe mal weg da. Also ich will das jetzt nicht machen, aber ich habe mir immer noch gewundert, wie das... Machst du gerade. Mario? Ja? Ach, eine Stütze. Nein! Warum nein? Weil ich nach oben klettern darf. Magst du das nicht? Nein. Ich verstehe noch gar nicht, was er falsch gemacht hat. Ja, oder mir wo. Fehlt Stein. Also Stütze, ja, aber mir fehlt Stein dafür. Du hast an der Stütze irgendwas falsch gemacht, deswegen. Nein. Aber okay. Warum baust du denn die Stütze falsch, Mario? Ist richtig, aber ich habe keinen Stein mehr. Aber... Stimmt. Hier sind die falsche Richtung gelaufen? Ich weiß auch nicht. Ja, seitdem die Treppen gesetzt sind, bin ich auch voll orientierungslos. Warum hast du die Treppen anders gesetzt? Ja, du bist richtig, Michi. Hier die Treppen hoch. Du musst hier die Treppen hoch und dann kannst du da oben lang. But why? Nein, hier ist Glas. Du musst hier die Treppen hoch. Oh. But why? Und dann kannst du da oben weiter. Hast du den Zugang zugemacht zu dem alten Trakt? Ja. Warum? Nein, wann verbindest du den denn? Achso, du meinst die, den alten Trakt, ja. Den Tunnel, den wir ausgehoben hatten. Ja. Später, wenn der Bahnhof soweit ist. Weißt du denn schon, wie du dann die Röhre so erweiterst, dass es zum Bahnhof passt? Ja, das ist ja kein Problem, das kann man ja so schräg bauen. Na dann. Muss halt nur klären mit, Stefan. Obwohl, nee, Stefan? Ja. Wäre es besser, diese Gleise dann, also jetzt zum Beispiel die Außengleise, wenn ich jetzt auf diese zwei Gleise nach innen legen möchte? Ja. Wegen den Weichen. Ist es dann, kann ich die trotzdem schräg bauen oder müssten die eher eckig gebaut sein? Die können auch, also wenn du dir, du meinst es, nachdem du dir die aufgeteilt hast? Ja. Ja, die können auch schräg sein, ist kein Problem. Okay. Ich leg's mal mit der Wolle erstmal trotzdem so, wie es haben wollte, dann siehst du das, ne? Ja. Übrigens, ich habe ein Geschenk für dich. Nein! 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 Unbreaking 2! Ja! Ja, ich schenk dir was. Nein, nee. Die gehört hier. Das nein! Ist, ich möchte das. Nein! Ich möchte, dass du sie nimmst. Nein!
Nein! Nein! Bleib stehen, nein, damit du sie nehmen kannst. Ach, da hinten war der Ausgang. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!